Hi, hier ist Firma Feiertempel. Hier ist, wenn ich mal meine Leute vorstelle, mein Freund Party. Das ist mein Mann, der jetzt Treppenbau gerade lernt, ein bisschen. Das ist Heinz, das ist mein Auraunkünstler, das ist Sommermann, Maurer und Dachdecker vor allen Dingen, Dachdecker, schön. Und mal hoch hinaus, das ist Michael, mein Freund. Ja, ist Thomas, heißt der, Thomas. Thomas ist gut. So, komm. Hier ist Kniescheibe, nee, das ist ja auch nicht Kniescheibe, das ist ja Piercing, der ist ja viel größer als Kniescheibe, das ist Piercing, drittes Lehrjahr, großer Mensch, schnelle Autos fährt er immer, schnelle Autos mit ganz kleinen Rädern. Dienstältester, Bummi, das ist Bummi, das ist mein Dienstältester, das ist jetzt Werkstatthai geworden. Ja. Werkstattleiter. Oh ja, Werkstattleiter. Raus. Ja, das ist mein Polier auf dem Bau draußen, Bauhaupt, das ist der Mann, der sich auch nicht von der Zimmermannsarbeit scheut. Und das ist mein Maurer, Polier, Wupti. Wupti Boy ist der drin. Das ist ein Praktikant, Chicago, kommt der. Kommt aus Chicago, kommt der. Der macht einen ganz harten Rap. Das ist ein Praktikant, der ist Brückmann. Hier ist Dimpelmeins. Hier ist mein Freund, Renate. Renate ist der, mit dem ich angefangen habe vor 6 Jahren. Wir beide haben angefangen. Mit dem Betrieb. Das ist Ole, das ist mein Zimmermann. Das ist draußen auf dem Bau die Zimmerei macht. Das ist der pure Zimmermann auf dem Bau. Ja, und dann waren das alle, wa? Ja. Ja. So, und dann bin ich noch. Ich mache noch ein bisschen was. Büro. Tja. Büro. Da fragt ihr die Saaten am Ende. Okay. Eine sonnige Kindheit, dafür eine wilde Jugend. Rockmusiker, Anstreicher wider Willen, keine Vorstellung von der Zukunft. Und dann kommt der große Wurf. Bei Templin entdeckt die Vergangenheit und seine Liebe zu alten Häusern. Der Faulpelz und Lehrerschreck macht in kurzer Zeit 2 Meisterbriefe, Maurer und Zimmermann. Nun kann er den im Mittelalter gebräuchlichen Titel Baumeister führen. Auf der Spur der Steine und der alten Balken wird er zum besessenen Sanierer, vorzugsweise hoffnungsloser Fälle, wie dieses Haus im Städtchen Oderberg. Vorher war für die immer eine Ruine, die weg musste, die auch schon seit der 80er Jahre, glaube ich, oder 70er Jahre eine Nachbarsgenehmigung hatte, wo sich da im Prinzip genau herangetraut hat, weil das eben wirklich ein Wackelpudding war, die konnte man ja nicht richtig fassen. Wo geht man hier rein? Das war meine größte Sorge überhaupt, dass man diesen Bellkörper, ja, der sich nur bewegt, weil total nicht ein Knoten mehr funktioniert, dass man, ja, wo fängt man hier an? Wenn ich jetzt hier, den Giebel, der war ganz extrem hin, der stand faktisch fast ja nicht mehr da. Und wenn ich jetzt einen Giebel mache und sagen wir mal, gehe um eine Ecke rum, ein Stückchen Front zu machen, dann halt die Situation, dass ich in dem Wackelpudding eine steife Ecke drin habe, ja. Und dann kann ich so gucken, wie das die Böse zusammenfällt. Also der Wackelpudding, das homogene Teil, hält länger, als ob ich 2 Ecken drin habe, die steif sind und dann den Wackelpudding mehr oder weniger zusammen zum Zusammenbrechen bringen. Und da hatte ich ja im Prinzip, dadurch, dass wir jetzt diese mit dem Giebel und der Front angefangen haben, hatte ich die Situation und dann hatten wir ganz viel Stress mit dem bisschen Martino und Wackelpudding stand dann zum Sichern mit Bänder und Streben und da war auch wirklich so eine chaotische Meldung dann am Sonntag dann bei mir, ja, dass dann hier der Bauforscher gesagt hat, das Haus fällt zusammen, dann musste ich Sonntag hierher und musste den erstmal beruhigen, der hat ihn erstmal gestreichelt, okay, du bleibst ganz ruhig, da kriegen wir schon hin. Er hat es schon fast hingekriegt. Die Front ist fertig. Es fehlt nur noch die Tür. Ole und Piercing setzen die Füllung ein. Mit Hilfe eines Instrumentes, das bei Templins Baustellen selten eingesetzt wird, der Wasserwaage. Denn Häuser müssen krumm sein. Und trotz Sanierung auch krumm bleiben. So die feste Überzeugung des Meisters und Motorradfans. Der macht sich nun zu seiner zweiten großen Baustelle auf, in wenig mittelalterlicher Kluft. Von Oderberg, zwischen Oderbruch und Uckermark gelegen, geht es ein kurzes Stück nach Norden. Ins kleine Lüdersdorf mit seinen ehemals berühmten großen Vorlaubenhäusern. Jetzt stehen nur noch 2. Eine Ruine und dieses das Mühlinghaus. Bauherr Matthias Rode könnte zusammen mit Veit Templin das Haus in letzter Minute retten. Veit, die Tür ist zu, ich komme.
Seit 6 Jahren lebt Rode, er kommt aus Falkensee bei Berlin, im Löwinghus. In einem Kämmerchen mitten in der Baustelle. Immer wenn Fördermittel da sind, kann Veit Templin weiterbauen. Fachwerk und Dach sind inzwischen so gut wie fertig. Doch während die Fassade des Löwinghuses von Chicago den letzten Schliff bekommt, ist das Innere noch immer Baustelle. Ein Durchblick in den Alkoven. Neudeutsch sagt man Schlafzimmer. Matthias Rode möchte die originale Alkoventür wieder an alter Stelle einbauen lassen. Dazu müssen Balken versetzt werden. Veit Templin am Taschenrechner. Das langweilt den Grafiker und Hobbyarchäologen Rode. Beim Graben, so in Fußböden, die alle farbig waren, da findet man natürlich zahlreiche Dokumente. So zum Beispiel sehr schön hier unter der Küchenwand Scherben von Fayence-Tellern so um 1780, um 1800. Hier auch Scherben, die noch aus dem 17. Jahrhundert sind. Hier waren ungefähr 2 Häuser vorher abgebrannt. Das konnte man daraus schließen. Auch hier diese sehr schönen multibladenen Flaschenhälse. Hier waren ja mehrere Glashütten in der Gegend. Krimnitz, Kurin und so weiter. Die zeigen natürlich sehr schön nachher auch, geben Aufschluss über die Gebrauchskeramik der damaligen Zeit. Und man kriegt eine ganze Menge Aufschluss über das Alltagsleben der Leute eigentlich. Zurück in Oderberg. Die Lehmwand muss weg. Doch bei allen wilden Wüten bewahrt Templin sich stets den Blick für die Baukunst der Altvorderen. Kann man immer was Interessantes sehen. Und zwar hat man hier mir so eine Sache, die ich heute noch mache, auch Holzfäden gemacht, um dickere Putzschichten zum Halten zu bringen und überhaupt auf dem Holz jetzt haltbar neben aufzutragen. Hier sieht man bitte, mit dem Stemmeisen angespitzt und dann wirklich wie ein Nagel hingeklappt, ja. Eiche funktioniert wunderbar. Da kommt der Bauherr. Überraschend, nach längerer Abwesenheit, taucht Michael Niedermeyer auf. Wo ist der Bauherr hier? Ja, wenn ich manchmal jetzt hier wieder so komme, nach einer ganzen Zeit, das ist wie ein Mirakel, das ist wie ein Zauber, dass man sagt, Mensch, das Ding, irgendwie sieht das ja doch aus. Und die Leute damals im Ort, die haben alle gesagt, ihr seid verrückt, kommt nachts mit dem Schrapper, schiebt das Ding weg und baut euch ein schönes neues Haus hin. So einen krummen Kasten. Und jetzt, wenn jetzt Tag des offenen Denkmals ist, dann kommen hier mehrere Gruppen an und sagen, Mensch, irgendwie. Und dann erinnern sie sich, Mensch, das war früher mal so. Und ich weiß noch, das hat so ausgesehen. Und jetzt identifizieren sie sich auch ein bisschen damit, ja. Ein erster Rundgang durch das künftige Eigenheim. Der Thüringer Niedermeyer, Hochschullehrer in Berlin, war als Gastdozent in den USA. Doch nun doziert Templin. Er hat eine Überraschung für den Heimkehrer. Ein Geheimfach an unerwarteter Stelle. Das war ein Schlupfenzieher, und das Kasten ist aber umgekehrt, das ist wirklich immer ein Kehrtfach, ja. Stolz zeigt er das Versteck des schon lange verblichenen Vorbesitzers. Doch leider ist es leer. Ins flache Land. Zu Schmiedemeister Rolin in Hohenwutzen, dem Geburtsort Veit Templins. Er braucht Nägel für die Tür im Oderberg, denn die kann ein Baumeister schließlich nicht im Baumarkt kaufen. Die Esse glüht, doch Onkel Willi muss noch eine Sense hämmern, um sie dann zu schärfen. Das nennt man Dengeln. Onkel Willi packt die Sense. Dringend benötigt Templin die handgeschmiedeten Nägel und versucht es mit Überredung. Doch der Schmied bleibt eisenhart. Ich hab keine Sense mehr kloppen, Willi. Ich hab da den Asse und Tretter mit so einem Nägel dran, was ich keine mehr. Nee. Mal kurz hier weg mit so einer Butter-Sense. Einen echten Schmied bringt so schnell nichts aus dem Takt. Und Veit, der hier als Kind ein- und ausging, wird wieder zum Veitchen. Und Onkel Willi dengelt und dengelt und dengelt.
Nicht lange kann ein Veit-Templin stillsitzen. Entlang der Oder Richtung Norden. In flotter Fahrt geht es in die nahe Uckermark, wieder zum redgedeckten Löwinghus. Solche Dächer hatten früher viele Häuser im Oderland. Und ein Storch gehörte meist auch dazu. Solange Onkel Willi unwillig ist, wird die Zeit in Ludersdorf genutzt. Die Stelle ist bekannt, der Alkoven. Die alten Balken müssen raus. Aus Sorge um sein künftiges Schlafgemach ist der Bauherr flugs zur Stelle mit einer Eisenstrebe zur Sicherung des Balkenwerks. So, Robert. Dann gibt es natürlich noch Fundstücke der besonderen Art. Habe ich diese Katze gefunden und diesen schon geknabberten Marder. Sind schon ein bisschen makabere Fundstücke, möchte ich mal sagen. Die hat nicht jedermanns Sache. Aber vielleicht wurden ja diese, zum Beispiel solche Tiere, so habe ich schon von mehreren gehört, direkt mit eingemauert. Oder so aus irgendwelchen kultischen Gründen oder dann, ja, wie soll ich sagen, also die vor bestimmten Sachen schützen sollten oder so eine Symbolik hatten. Ja. Die Erkenntnisse des Hobbyforschers werden vom Praktiker bestätigt. Veit Templin als Hans im Glück in Oderberg. In der Rückwand entdeckt er einen Stein mit dem Abdruck einer Hundepfote. Ein kleiner Glücksbringer. Und auch jetzt alle Mengen von Tieren oder von Tierknochen, also komplette Tiere, also das ist unterschiedlich, je nachdem, in welchen gebietet waren. Zum Beispiel Katzen sollten böse Geister vertreiben, die hat man dann drinnen verhungern lassen, hier in unserer Gegend. Und alles so weit. Ganz, die habe ich hier gefunden, die waren im Fundament drin. Und die werden so gut, aber guckt uns auf jeden Fall zurück. Das ist ein Glück. Das ist ein bisschen Glück. Bitte. Doch der Talisman versagt. Über dem Paarsteiner See braut sich ein Unwetter zusammen. Und im nahen Löwinghus fällt der Strom aus. Wie gut, dass Wutti und Veit noch echte Handwerker sind. Die Fachwerkkonstruktion für den Eingang zum Alkoven wird ganz nach alter Väter Sitte gezimmert, ohne Hilfe von Maschinen. Die Zapfen werden erst mit der Schrotsäge geschlitzt, eine Technik, die die Jungen kaum noch beherrschen. Dann wird zentimetergenau von Hand abgebeilt. Schließlich wird mit der Stoßaxt geglättet. Auch ein fast ausgestorbenes Werkzeug. Man sieht, dass das Werkzeug bei mir ein bisschen scharf ist. So, dann wird davon noch ein bisschen spitz gemacht. So. Der Sturzriegel wird eingesetzt. Der Zapfen passt und sitzt. Dann hängt der Türstiel. Über eine Führungsnut wird er mit sanfter Gewalt in die Senkrechte gebracht. So wurde über Jahrhunderte gebaut. Das Holz kann arbeiten, Druck weitergeben und ausgleichen. Fachwerkbauten sind nachgiebig und dennoch so stabil, dass sie oft viele hundert Jahre halten. Gut, so. Nicht. Abmachen. Ich muss eine Schmiedkanone bauen. Eine Konkurrenz für Schmiedemeister Rolin. Geht es doch hier um Holznägel, die den Zapfen mit dem Balken verbinden sollen. Deswegen weg, dass der Flach eher eine Achse kommt. Also, sieht dann aus. Ein bisschen Prairie-Fast. Der wird nachher hingeschlagen und kommt hinten rund raus. Der ist viereckig, der muss so dran sein, dass er hinten wieder rund rauskommt. Echte Nägel aus Eisen müssen her. Zweiter Versuch in Hohenwurzen bei Onkel Willi. Er ist schon mitten in der Nagelproduktion und schmiedet das Eisen, solange es glüht. Zuerst natürlich die Nagelspitze.
Danach wird ein Grat hineingeschlagen. Gut gelaunt berichtet Willi Rolin verschmitzt, dass er in jüngeren Jahren noch mehr Eisen im Feuer hatte. Der Baumeister freut sich über die heißen Erinnerungen des Schmiedemeisters, denn gleich bekommt er die Nägel, die zu seinen Häusern passen. Nägel, die sich nicht gleichen, wie ein Fabrikei dem anderen. Was ist denn da schön? Und wie wollen sie einmal? 60er, 70er, was schätzt du? Das ist ja ein guter, dass dann immer beim Arbeiter auch dementsprechend unterschiedlich ist. 55er, 70er, 55 bis 70. Nägel wie aus alten Zeiten, als das Löwinghus noch Bauernwirtschaft war. Nägel, wie sie Veitemplin auch für den Nachbau der Hintertür des Löwinghauses benutzt hat. Ein altes Foto mitgebracht von der Tür. Aus den 30er Jahren, die alte Bauersfrau Grusenick, da sieht man das noch ganz gut. Ja, und anhand dieses Fotos und anhand einer Zeichnung aus einer Publikation über diese Laubenhäuser der Ende der 30er Jahre, da waren direkt eine vermaßte Zeichnung drin, konnten wir die Tür wieder rekonstruieren und einen alten Baum nachbauen. Es gibt Leute, die meinen, dass diese Eisen oder diese Nägel vor allen Dingen ein Zeichen von Reichtum waren, weil dieser Nagel mit der Terrasse waren, so einer Tür, überhaupt diese ganzen Eisenarbeiten und Schmiede- und Schlosserarbeiten. Und damit schon zusammenhängen, dass die dann mit dem Eisen ein bisschen geprallt haben, mit diesen Nägeln. Mit der Berliner, dass ich ihnen dann ein bisschen aus 2, 3 Nägel mehr mache, dass er eben doch reicher ist als die Leute, die vorher drin gewohnt haben, das halt gefahren ein bisschen demonstriert war. Ja. Während des Meisters Stippvisiten in Hohenwutzen und Lübersdorf hat seine Truppe in Oderberg gearbeitet. Nun geht's zum heimischen Hof. Das Herz des ungewöhnlichen Unternehmens, ein Gehöft in der Nähe des Dorfes Neulize-Göricke. Hier wohnt auch die Familie Templin. Hier verteilt der Boss die Arbeit und stimmt sich mit seinen Männern ab. Der ehemalige Schweinestall ist nun Werkstatt. Dummi tut so, als würde er sich überarbeiten. Kniescheibe lackiert das Geländer einer Treppe. Auch das gehört dazu. Party ist ebenfalls mit Treppenbau beschäftigt. Da kommen auch Stufen rein. 12 Angestellte hat Veitemplin. Das Löwinghus und der Oberkiez sind derzeit die größten Baustellen. Aber auch für Treppen- und Fensterbau oder die Sanierung eines Schornsteins ist man sich nicht zu fangen. Denn es gab Zeiten, da hätte sich Klein Veit nicht träumen lassen, einmal der Chef zu sein. Und da hat ein total beschissenes Klima zu Hause. Und halt meine Mutter hat gesagt, naja, wie sieht ein Haus? Und wenn sie den Tag werden, ziehen wir da aus und lassen meinen Vater alleine. Und das hat sie mir gemacht. Und habe ich das gemacht, habe ich ausgesucht. Und gefunden. Diesen Hof, wo er nun lebt und arbeitet, begann Veits zweites Leben. Mit Tante Else. Tante Else hat hier, wie ihr wollt, wisst ihr, ganz alleine gelebt, hier 10 Jahre. Mit dem Tisch hier, so einem kleinen Knicker hat sie ihr Reich verteidigt hier, ganz eisern. Und dann kam ich an, mit die Haare weg, ein bisschen anders ausgesehen, habe ich mir die Haare dann hinten rübergesteckt, dass sie mich gleich rückwärts geknickt hier, wenn sie mich sieht. Und dann bin ich hierher gekommen, da hat sie aus dem Schlafpunkt besser geguckt, da hat sie einen Hund gehabt, der hat sie ganz doll bewacht und so, und dann war so richtig ein Einsiedlerpärchen die beiden. Und dann hat die Frau um mich, sagen wir mal, hat die Tür gehabt, gleich in der ersten Sekunde hat die mich voll. Das war, wie soll ich sagen, auch fast die Liebe auf den ersten Blick. Und dann hat meine Tante irgendwie im Schornsteinkopf gemauert und alles so eine sarten Sachen hier gemacht. Und Tante Else hat dann eben gehockert. Wir haben jetzt eine ganz dekorative Rüstung gebaut, legen wir sagen, haben wir oben. Denn da ist mal Haus wieder ein Vordermann gemacht. Und dabei entdeckte Veit Templin sein Herz für alte, krumme, von allen guten Geistern fast verlassene Häuser.
Eine Liebe, für die man allerdings nicht nur Herz, sondern auch Muskeln braucht. Der letzte große Eichenbalken, er wird als Schwelle die Rückwand des Hauses Oberkiez tragen, muss hoch zur Baustelle. Hier passt kein Lastwagen durch. Odeberg, an der alten Oder in den Hügel gebaut, ist ein verwinkeltes Städtchen mit engen, steilen Straßen. Nun wird das Skelett, die Fachwerkkonstruktion, an der Rückseite des Hauses gerichtet. Alle Balken sind in der Werkstatt genau vorbereitet und auf dem Eckbundplatz schon einmal zusammengesteckt worden. Eine Strebe wird eingebaut. Fast 40 cm breit sind die 3 Meter langen Querbalken, die Riegel. Materialverschwendung aus heutiger Sicht. Doch der Baumeister hält sich an die alten, überdimensionierten Masse. Die sind der beste Holzschutz. Denn Kernholz mögen die Schädlinge nicht. Ein weiterer Stiel wird eingepasst. Alles mit Muskelkraft. Ein bisschen runter. Okay, so ein Stiel rein. Des Baumeisters oberster Grundsatz ist es, die über die Jahrhunderte gewachsene Verformung eines Hauses zu achten. Als Ausdruck von Eigenleben und Charakter. Nur eins zählt, dass das Gebäude wieder nutzbar wird. Als deutsches Hakenblatt nennt der Fachmann diese aufwendige Verbindung zweier Balken. Sie wird nur noch von wenigen Zimmerleuten benutzt, denn mit den praktischen eisernen Lochplatten geht es viel schneller. Die Winkelgeschichten sind in diesem Fachwerkbau total fehl am Platze. Also wird oft jetzt gemacht, dass man hier stumpf schneidet und dieser Winkel hier links und rechts ran macht. Das für mich ist das Pornografie, da fasse ich mal zusammen, das ist eine Verarbeitung des Holzes. Weil diese alten Zapfen-Schlitzverbindungen haben sich bewährt. Ein Hilferuf von höchster Stelle. Die evangelische Kirche hat ein Problem. Ziel ist das Gotteshaus von Altrez, eine Gemeinde im nördlichen Oderbruch. Es wurde vor kurzem von anderen Firmen restauriert. Dabei wurde der schon lange vorhandene Hausschwamm einfach eingemauert und zugeputzt. Hallo. Das Konsistorium weiß nicht weiter und wendet sich an den Spezialisten für besondere Fälle. Gemeindevorstand Steffen steigt mit ihm himmelwärts. Dort muss Templin entdecken, dass der Teufel mit Beelzebub ausgetrieben wurde. Das Problem ist natürlich jetzt hier, dass die Balken eingemauert sind. Und jetzt die Kirche mit Kirchturm ist fertig geputzt und gemalert wurde. Das ist jetzt hier nur mein Problem. Wie soll ich jetzt hier die Balken rauskriegen, ohne an der Außenfassade einen Schaden zu machen? Mir fehlt der Sauerstoff. Jetzt sage ich immer wieder, ja, irgendwie mal erfinden oder irgendwo zu reichen. Das ist die Antwort, die ich immer sehr oft höre. Übers Zifferblatt kam das Regenwasser in die Balken. Und damit der Hausschwamm, der schlimmste Feind des Holzes. Die letzte Arbeitsphase an der Alkoventür in Lüwinghus steht an. Die Lehmgefahr. Aus einer Bäckerei stammt die Maschine, mit der der Lehm geknetet wird. Während Chicago das Stroh wässert, rollt Wupti die sogenannten Zöpfe, ein Polier auf Abwägen. Handgesenztes Roggenstroh muss es übrigens unbedingt sein. Mit anderen Getreidesorten funktioniert es nicht. Hohe Staken werden gespalten und über kleine Rinnen in die Gefache geschoben. Lehmbau ist eine Kunst. Nur wenige können noch richtig wickeln. Diese Technik, bei der die Lehmzöpfe um die Staken geschlungen werden, ist typisch für das Oderland.
Natürlich werden je nach historischem Befund auch feste Wände gemauert. Kollege Renate zur gleichen Zeit im Inneren des Hauses Oberkiez. Die Wände rund um Matthias Rodes neue alte Tür sind inzwischen glatt verputzt und alles passt. Der Bauherr freut sich. Wir verabschieden uns von Matthias Rode und wünschen ihm viel Spaß. Hinter und vor der Alkoventür. Auch in Oderberg ein Schlussstrich. Der letzte Bauabschnitt an der Fassade gilt ausgerechnet dem Fundament. Die Schwelle wurde in der Zwischenzeit fast fertig untermauert. Die Ecke, das schwierigste Stück, soll der Maurermeister selbst zu Ende bringen. Mit runden Steinen direkt vom Acker wird gemauert, so wie früher. Da hilft nur Drehen und Fänden und Ausprobieren, bis es passt. Eine verkehrte Welt. Jeder normale Bau beginnt mit dem Fundament. Hier läuft es genau andersrum. Umdenken hat auch Bauherr Niedermeier mit der Zeit gelernt und hofft, dass dieses Beispiel Schule macht. Wir jetzt auch so ein bisschen vielleicht hoffen und wünschen, dass es auch vielleicht einen Nachkommen findet, ne? Also, dass man eben auch Holzfenster haben kann, die eigentlich ganz lustig aussehen und ganz hübsch, dass das nicht alles Plastik sein muss. Und dass das also auch ein bisschen was hermacht, wenn man das also ein bisschen dem Stil anpasst, in dem es eigentlich entstanden ist. Ja. Und der ist ja überall noch da. Man braucht ja hier bloß zu gucken, hier im Oberkiez, die Fachwerke sind meistens zugeputzt, die sind eigentlich da. Und das hat den Charakter dieser ganzen Siedlungen ausgemacht. Piercing, Kniescheibe, Party, Renate, Heinz, Chicago und die anderen ist nun Feierabend. Der Meister freut sich schon auf sein eigentliches Hobby. Es macht Hunger auf das Abendessen im Kreise der Familie. Tochter Johanna, Sohn Erik und Frau Hecke. Mit einer Angelpartie an der Oder, gleich hinterm Haus, endet der Tag des Baumeisters. Und zum ersten Mal ist Veit Templin heute ganz still. Das ist was.